herzlich willkommen, liebe Leute. Es geht weiter hier mit The Stranded Deep und ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört haben, aber wir werden das Beste draus machen. Holen wir als erstes mal die Axt raus und fangen direkt mal an, Bäume zu fällen. Der Baum ist anscheinend nicht fällbar, dann nehmen wir direkt den nächsten. Einfach so ein kleines Lager aufbauen. Nimmt alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Vielleicht sind die ersten Folgen dann nicht so spannend, aber es ist eine lohnenswerte Investition. Wie mir Brocken 87 geschrieben hat, lohnt es sich nicht, diese großen Lagerfeuer zu bauen. Deswegen belassen wir es bei einem Hauptlagerfeuer und danach nur noch kleine. Aber ein Hauptlager wollte ich schon gerne haben. Wie die Inseln dann wieder finden werden, ist halt noch so eine Frage. Ich habe gelesen, man kann das so Pfeile machen. So ganz verstanden habe ich das noch nicht. Ah, wir werden schon sehen. Ja, die Axt sollte man nicht wegwerfen. Sondern die Blätter, die wollen wir loswerden. Dann nehmen wir mal die Kokosnüsse mit. Die auf der Insel verteilt noch rumliegen. Die werden später noch sehr wichtig. Kokosnüsse sind nämlich Mangelware, also trinken. Ja, wenn man es zu schnell wirft, dann macht die Physik uns einen Strich durch die Rechnung. Na gut. Weiter geht's. Übrigens gelesen, dass man auch irgendwie einen Speer bauen kann. Wie genau das geht, weiß ich leider noch nicht. Aber wenn ich es herausfinde, das kriegen wir gleich schon irgendwie hin. Dann bauen wir einen Speer. Und dann gehen wir auf Haiejagd. Das ist das Ziel für die nächste Folge. Balancieren auf einen Holzbalken, auf einen Baumstamm und hacken dabei noch Holz. Macht das mal nach, liebe Leute. Da wäre der eine oder andere kanadische Holzfäller neidisch. Glaub mir das. Stand. Bisschen durstig sind wir. Hunger haben wir nicht und uns geht's noch gut. Das ist schon mal nett. Die Frage ist, sollten wir die Insel vielleicht vorher ganz leer machen? Ich höre ein Nein. Okay, dann machen wir das nicht. Ist halt wohl für Action. Gibt es hier Action? Wo ist die coole Action? Einfach mal rinne da und... Ah. Auf geht die wilde Fahrt. Ich
Ja, nehmen wir uns die Insel da hinten vor. Wenn wir irgendwo Blubberbläschen sehen, dann ist da meistens unter Wasser ein Schatz versteckt. Das werden wir uns dann auch natürlich vornehmen, wenn wir unterwegs was treffen. Ich sag's euch, dieses Gepaddel. So, ich muss daneben nochmal was speichern. Okay, alles klar. Später soll das Ganze ein bisschen einfacher gehen, dann hat man ein Motorboot. Das kann man auch unter Wasser finden. Da werden wir uns natürlich auch dran setzen und alles dran legen, dass wir das irgendwie zusammenbekommen. Das sind vier Einzelteile. Ja, und die Insel kommt nicht wirklich näher. Das ist immer sehr eigenartig bei dem Spiel. Ah, auf einmal brauchst du nix. Was war das da? Das ist ein Hai. Okay, wir werden von einem Hai angegriffen. Keine Panik. Ich bin ruhig. Die Haie sind ja schlauer geworden seit dem Hotfix. Das ist sehr, sehr begrüßt, weil vorher war das einfach. Sie waren nicht dumm. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber ich bin neben drei Haien nachher geschwommen und da passierte gar nichts. So, angekommen von der Insel, sind wir da schon Schiffswrack. Das werden wir uns gleich mal vornehmen. Als allererstes haben wir Stickies dabei, einer mal. Da sind wir gekommen. Das ist ganz wichtig. Und dann hacken wir das mal hier direkt wieder. Wenn wir irgendwo ankommen, der Mensch ist so, er rodet erstmal alles. Oh, wie es aussieht, ist unsere Axt kaputt. Müssen wir leider mit dem Schwert weitermachen. Schwert, entschuldigt, Messer. Wahrscheinlich die Wahrheit und lachen mich hier gerade aus. Was haben wir hier? Da haben wir nichts. Stein. Sticky. Noch ein Sticky. Baum. So, alles, was wir brauchen, um eine Waffe zu machen. Entschuldigt, eine Axt, keine Waffe. Und dann, wenn ihr was zusammenbauen wollt, als kleiner Tipp nochmal. Das ist hier gerade zu weit weg. Links gedrückt halten,
bis das Craft-Menü aufgeht, dann könnt ihr auf Crude Axt drücken. Das ist dann halt eine Axt. Das heißt für uns, dass wir gleich auch mal gucken, ob wir was zu trinken brauchen oder so. Machen wir uns mal ein kleines Lagerfeuer fertig. Klein, aber du wirst ausreichen. Thank you.